Er wird es. Karl Lauterbach am Ziel seiner Träume. Er wird, er macht, er soll Deutschland als neuer Gesundheitsminister aus der Pandemie führen. Ja, vielen Dank, Olaf. Ich darf mich zunächst einmal für das Vertrauen der Partei ganz herzlich bedanken für diese wichtige Aufgabe. Aber ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe. Es wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. In der Corona-Pandemie nahm nicht nur Lauterbachs Bekanntheit, sondern auch seine Beliebtheit dramatisch zu. Ob auf Social Media oder als Dauergast in Talkshows, wissenschaftsbasiert erklärte der Epidemiologe das Virus, die Verbreitung und wie es zu bekämpfen ist. Parteiübergreifend gab es dafür Anerkennung. Bis hin zu Markus Söder. Also ich meine, dass der CSU-Chef, dass der Druck macht, dass es einen Gesundheitsminister Karl Lauterbach gibt, das ehrt uns ja als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Er ist jemand, der die höchste Expertise hat, der viel Fachwissen hat, der auch Ideen hat, wie man durch die Pandemie durchkommt. Wir alle lassen uns von Karl Lauterbach beraten. Seit klar ist, dass er der neue Gesundheitsminister wird, laufen auch bei Twitter die Server heiß. Innerhalb kürzester Zeit trendete Lauterbach. Weit über 20.000 Tweets mit seinem Namen wurden veröffentlicht. Parteikollege Kühnert gibt den Gönner. Ihr wolltet ihn, ihr kriegt ihn. Auch ein Thema Lauterbachs Talkshow-Präsenz. Olaf Scholz müsse sich nun das Sorgerecht mit Markus Lanz teilen. Klar ist, Lauterbach polarisiert als stetiger und stets präsenter Warner. Doch gerade inmitten der Pandemie sind viele froh über seine Berufung. Weil er Ahnung hat. Er steht im Fach. Er hat eine gute Ausstrahlung. Ist inhaltlich, weiß er Bescheid. Hauptsache, es ist ein Mediziner und nicht so einer wie der Spahn. Er ist manchen ein Dorn im Auge, weil er ewig der Mahner ist. Ich fand das immer sehr solide. Ich bin sehr froh über die Entscheidung. Lauterbach hat einen langen Weg hinter sich mit einigen Wandlungen. 2001 wechselt er von der CDU in die SPD, seit 2005 sitzt er im Bundestag. Auch sein jahrelanges Markenzeichen, eine Fliege, hat er mittlerweile ausrangiert. Jetzt folgt er auf Jens Spahn im Gesundheitsministerium und wird von Deutschlands oberstem Pandemieerklärer zum obersten Pandemieentscheider.